510 PS, 650 Newtonmeter. Das hier ist der stärkste Reihen-Sechszylinder, den wir jemals in einem Serienauto verbaut haben. 590 PS, 700 Newtonmeter. Das ist der stärkste Reihen-Sechszylindermotor, den BMW seit den Tagen eines BMW M1 Gruppe 5 in einem Rennfahrzeug verbaut. Dann lass uns doch mal sehen, was diese beiden Motoren an Unterschieden, aber vor allen Dingen auch an Gemeinsamkeiten haben. Ja, dieser Motor aus dem aktuellen M4, angefangen vom Kurbelgehäuse, dem Zylinderkopf, dem Kurbeltrieb, der Kurbelwelle, Pleuel, ist alles so ausgelegt, dass ich auf der Rennstrecke maximal performen kann. Das höre ich als Rennmotorenbauer natürlich gerne. Denn schließlich geht es um den BMW M4 GT3, den Nachfolger des M6, mit dem wir gerade die 24 Stunden am Nürburgring gewonnen haben. Das ist die Speerspitze für unseren Kundenbetrieb, für unsere Kundenfahrzeuge, die wir weltweit verkaufen. Im M4 ist der Motor um 20 Grad geneigt. Im Gegensatz zu früher wurde der Motor also etwas aufgerichtet, um im oberen Bereich Platz für die Turbolader zu schaffen. Unten hat der Motor aber eine tiefe Ölwanne, die relativ weit nach unten herausragt. Auf der Ansaugseite haben wir einen großen Ladeluftkühler direkt integriert, der auf eine große Drosselklappe geht. Und schließlich haben wir die Turbolader seitlich am Motor hängend, die über zwei große Katalysatoren ihr Abgas weiterleiten. Das führt natürlich dazu, dass dieser Motor einmal relativ tief ist und auf der anderen Seite für einen Rennmotor relativ breit. Das mussten wir jetzt ändern. Bevor wir jetzt bei BMW Motorsport loslegten, machten wir uns natürlich Gedanken, was sind die Anforderungen eigentlich an den Rennmotor? Leistung, Zuverlässigkeit. Klar, das bringt ja der Serienmotor schon mit sich. Aber in einem Rennauto ist es auch wichtig, den Schwerpunkt möglichst niedrig zu haben und möglichst zentral. Deswegen fingen wir erstmal an, den Motor tief nach unten herunterzusetzen. Um das zu machen, änderten wir eine grundlegende Sache. Wir richteten ihn erstmal auf. Nicht ganz, sondern auf 7 Grad. Triebwerk blieb wieder identisch. Auch das Kurbelgehäuse drumherum. Und der Zylinderkopf. Aber unten drunter gab es jetzt nur noch eine flache Trockensumpfwanne mit einer Ölpumpe, die das Öl sofort entsorgte. Die Turbolader konnten wir in der gleichen Position belassen, aber wurden über ein großvolumiges Rennsportsystem, über einen Rennsport-Cut ins Freie gelassen. Und auf der Einlassseite bauten wir einen speziellen Luftsammler mit zwei Drosselklappen, sodass wir darunter Platz hatten für den Öltank. So waren wir jetzt um fast 20 cm niedriger im Auto und konnten auch den ganzen Motor in der Breite tief nach unten hereinsenken. Gerade bei der Ölversorgung habt ihr jetzt aber noch einen draufgesetzt. Das können wir uns mal hier im Detail anschauen. Die Anforderung war ja, den Motor möglichst tief nach unten runterzusetzen. Dazu konnten wir mit dieser extrem hohen Ölwanne vom Serienmotor nicht leben. Deswegen haben wir eine komplett neue Trockensumpfwanne gemacht, die in der Gießerei in Landshut gegossen wurde. Diese ist nur noch jetzt so hoch, 30 mm unter dem Motor. Über diese Absaugpumpen nehmen wir das ganze Öl aus dem Motor mit heraus und bringen es in den Öltank, von wo es über die Druckpumpe wieder zum Motor zurückgefördert wird. Wichtig ist dabei das Abscheidesystem, das wir oben mit haben, indem man die Luft und das Öl voneinander trennt und so, dass wir sicherstellen, dass wir zu jedem Zeitpunkt auch Öl tatsächlich an der Absaugstelle haben. Dieser Abscheider ist eine spezielle Entwicklung, die wir hier gemacht haben dabei. Die wurde im Adaptive Machining Verfahren hergestellt. Das benutzen wir im Rennsport schon seit 20 Jahren. Aber mittlerweile hat es auch in die Serie Einzug gehalten. Für den Serien M4 ist die Kühlung ganz wichtig. Ich habe hier den integrierten Ladeluftkühler. Die heiße, komprimierte Luft der Turbolader kommt von hier über die Drosselklappe und wird im indirekten Ladeluftkühler gekühlt.
Dieser ist über einen separaten Kühlkreislauf des Fahrzeugs angeschlossen. Die gekühlte Luft kommt dann weiter über den Sammler über 6 Auslässe in den Motor. Beim Rennmotor hatten wir die Möglichkeit, dadurch, dass der Motor tief und weit hinten im Fahrzeug steckt, einen direkten Ladeluftkühler zu verwenden, sodass wir die Druckverluste nochmal minimieren konnten. Dadurch konnten wir mehr Leistung gewinnen. Gleichzeitig haben wir es aufgeteilt auf 2 Drosselklappen, sodass das Ansprechverhalten des Motors verbessert wurde und konnten Zylinder 1 bis 3 und 4 bis 6 voneinander trennen, was auch nochmal dazu führte, dass wir die Leistung nochmal erheblich steigern konnten. Neben den Unterschieden, die wir gerade gesehen haben, gibt es natürlich auch viele Bauteile, die zwischen diesen beiden Motoren identisch sind. Ich habe hier zum Beispiel das Pleuel und den Kolben mitgebracht. Und das sind genau die Bauteile, die auch die Leistung ausmachen. Sowohl für den Serienmotor, aber auch für die gesteigerte Version im Rennmotor. Ich habe hier den Turbolader in der Hand. Der ist ja speziell für das Serienfahrzeug, für den Serien M4 entwickelt worden. Krümmer und Turbinengehäuse sind aus einem Guss. Er ist so dimensioniert, dass er stark genug ist, um sowohl die Leistung für den Serienmotor als auch die höhere Leistung für den Rennmotor darzustellen, ohne dass wir ihn modifizieren mussten. Und die Liste der Bauteile, die identisch sind, geht natürlich weiter. Das Kurbelgehäuse, der Zylinderkopf, das ganze Innenleben des Zylinderkopfs, die Zylinderkopfhaube, das alles ist identisch. Von den Turboladern geht das Abgas jetzt über 2 hocheffiziente motornahe Cuts zur Abgasanlage. Und ich glaube, bei der Abgasanlage konntet ihr ganz andere Wege gehen. Das ist richtig. Wir konnten im Prinzip dadurch, dass der Motor tiefer im Fahrzeug sitzt, die Abgasanlage viel großvolumiger gestalten. Und wir haben dadurch den ganzen Abgasschrank stark entdrosselt. Aus diesen großen Rohren enden wir in ein 110 mm großes Abgasrohr, das dann über einen vorgeschriebenen Motorsportkatalysator über dieses Endrohr die Abgase ins Freie entlässt. Aber nicht nur die Bauteile sind identisch. Auch bei der Fertigung arbeiten wir eng zusammen. Der komplette Motor wird basierend auf einem Grundmotor aus der Serienfertigung hier wenige Meter von uns zusammengebaut. Und damit schließt sich der Kreis. Denn BMW Motorsport und BMW M GmbH haben eine gemeinsame Geschichte, die hier an diesem Standort in der Preußenstraße begann.